Hallo ihr Lieben, willkommen wieder bei einem neuen Video von meinem Kanal Mary und Frau Natalie. Wie ihr seht, ich bin schon wieder am Flughafen. Im Moment bin ich gerade am wunderschönen Flughafen Madrid. Draußen sieht man auch schon viele Iberia-Flugzeuge. Ja, und diesmal geht mein Trip jetzt erstmal weiter nach Berlin. Eine Nacht in Berlin verbringen und dann geht es am nächsten Tag weiter nach Hurghada, Ägypten, wo ich einen exklusiven Meerjungfrauen, also mehr Männer ab Null Workshop gebe. Und genau darüber möchte ich euch in dem Video ein bisschen berichten. Und zwar geht es in ein spezielles Hotel in Hurghada. Hurghada sagen viele, oh, viel Tourismus, aber ist ein Hotel mit einem der wenigen Hausstrände, die es dort gibt, also Hausriffs, wo ihr wirklich auch zum Beispiel als Anfänger gut schnorcheln könnt oder für etwas ängstlichere Meerjungfrauen, Meermänner einfach was im flachen Wasser machen können, trotzdem aber viele tolle Fische habt. Highlight allerdings, weil ich mag es ja lieber ein bisschen professioneller und ein bisschen tiefer, ist ein Fotoshooting für meine Kunden mit den Delfinen, die dort leben. Und ja, davor möchte ich euch natürlich zeigen, Fotos, Videos, was ich dort machen werde, was wir dort erleben werden. Ja, ich hoffe, ihr bleibt dran und begleitet mich auf meiner Reise. Bis bald zum nächsten Video. So, endlich angekommen in Berlin, 23 Uhr abends und jetzt geht es durch diesen, weiß nicht, ob man es hinter mir sieht, 1 Million Kilometer langen Flughafen Berlin-Brandenburg. Mein Lieblingsflughafen. Ich finde es immer wieder schön, aus dem Flugzeug auszusteigen und 3 Kilometer zu laufen. Ja. Und dann werde ich eine Nacht im Intercity Hotel verbringen, weil mein Flug morgen nach Hurghada schon sehr früh weitergeht. Ja, und jetzt nochmal bis ans andere Ende von Berlin fahren. Da bin ich zu müde für. Also bleibe ich gleich hier. Okay, ich zeige euch nachher noch was von meinem Hotel. Jetzt bin ich erstmal K.O. Bis bald. Ihr Lieben, ich möchte euch in meinem Video auch ein bisschen mal an meinem Reiseleben teilhaben lassen, wenn ich viel unterwegs bin. Und eines meiner Probleme, was ich hasse, ist, dass jetzt hier, ich warte an der Gepäckaufgabe, kommt leider am Flughafen Berlin-Brandenburg auch immer öfter vor, dass einfach kein Personal da ist und dass man gut und gerne eine Stunde auf sein Gepäck warten kann. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch, ich habe damit kein Problem. Ich denke mir auch immer, Hauptsache das Gepäck kommt an. Ich brauche meine Flossen, ich brauche meine Sachen. Aber ich habe auch noch nie Gepäck verloren, also Gepäck kommt eigentlich immer an. Aber wie gesagt, so, das sind so Sachen, wenn man jetzt mal guckt, ich bin hier nicht die Einzige, die hier in der Schlange steht, hier warten alle Leute auf ihre Koffer, weil es kommt kein Koffer an. Schauen wir mal, wann ich aus dem Flughafen raus bin.